so. Mein Mann und sein Bruder waren so groß, dass es kalt war für die Waffen-SS. Mirke, in einer sozialdemokratischen Familie, wie geht das denn? Hat er große Watschen gekriegt von der Schwiegermutter. Und dann, ich sag Ihnen, da haben wir so eine Büste gehabt vom Hitler. Die hat die Büste genommen und rausgeschmissen im Garten. Und der Vater hat gesagt, bist deppert, gleich holst du das eine. So kommen wir ins KZ. Der Krieg. Ach ja, der Krieg. Frau Olga, Sie reden so lustig. Wo kommen Sie eigentlich her? Ich bin in Hohenau geboren. 1926. Gleich bei der Zuckerfabrik. Die Handelsschule habe ich gemacht im Pschecklauf. Es war ja Hitlerzeit. Und die sind in die Schule gekommen. Ja, ja, ja. Hitlerzeit. Frau Olga, Sie reden so schön. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, mei. Stenotypistin wollte ich werden. Aber dem Hitler, sein Mann, hat mich geholt auf der Schulbank in Hitlers Lohnbüro in Neusiedl an der Zeier. Ins Lohnbüro von der DEARD. Wissen Sie, Frau Gitter, Unternehmen van Sickle. DEA und van Sickle waren für den Krieg bevorzugte Firmen. Tag und Nacht haben sie gearbeitet. Da war ich gerade einmal 16. Mit dem Firmenbus haben sie uns jeden Tag abgeholt. Aber Frau Gitter, was wollten Sie sagen? Ich hab's vergessen, verdammt! Na, im Jahr 45, also wie Hitler, Berlin, Rüstungsindustrie, Kampfstoff, stopp! Nimm dir Zeit zum Nachdenken, aber wenn die Zeit zum Handeln kommt, hör auf mit Denken und geh los. Mein Vater war Gemeindesekretär. Und den Tag, nachdem der Hitler gekommen ist, hat mir mein Vater aufgefordert, ist ein Formular auf seinen Schreibtisch gelegen. Beitrittserklärung zur NSDAP. Sie werden ja Ihren Posten behalten wollen. Der Vater war dann ein Jahr arbeitslos. Alle Welt hat einen Revolver in der Rocktasche gehabt. Einen Schlüssel von der Gemeindekasse. Eine wilde Zeit war das in Berlin. Dick und rund bin ich geworden. Wenn ich gefürcht habe, weil gefürcht habe ich mich. Kartoffel. Hab dauernd Kartoffel gegessen. Ich verstehe das nicht, hat er gesagt. Wo sind die Leute alle? Keine Arbeitslosen sieht man nicht mehr. Naja, wissen Sie eh, Frau Gitter, Straßenarbeiter hat der Hitler gebraucht. Da sind die Leute alle gewesen. Was? Ah ja, mein Bruder, 5 Jahre jünger war der.
Tita. Frau Tita. Mein Bruder, der Erich. Er. Er war älter als ich. Ich weiß nicht. Ich habe ihn verehrt. Immer hat er Klavier gespielt. Klavierkosten. Chemiekosten. Was wollte ich fragen? Die Mama. Meine Mutter? Ja, mei, sehr mütterlich war sie. Wenn wir von der Schule gekommen sind, zuerst gegessen, dann Aufgaben gemacht, da hat sie halt geschaut, dass alles ordentlich ist. Bostlerin war es, bevor sie geheiratet hat. Haus und Garten haben wir gehabt in Hohenau, wo die Mutter drauf geschaut hat. Aber heute ist nicht geworden, die Mutter. Die Mütze hat sie zerrissen. Mit 42 Jahren. Fahrradunfall. Mein Mann war Friseur. Da, schauen Sie. Ich sehe so schlecht. Ist das ein Leintuch oder eine Klosterschwester? Was haben Sie gesagt? Mein Hörgerät. Nach der Hochzeit sind wir dann nach Lahr. Ja, und haben in diesem Haus gewohnt bis heute. Ich halt. Nach der Hochzeit, meine Liebe, große Liebe Helmut. Den Helmut habe ich so geliebt damals in Berlin. Verboten alles. Verboten verheiratet. Nach der Hochzeit. Welche Hochzeit? Berlin, Helmut, die andere Frau. Bei der Firma Eisenscheiner habe ich dann auch noch gearbeitet. Alles haben sie gehabt, diese Leute. Alles gehabt. Auch das Geld. Seit 70 Jahren wohnen Sie in diesem Haus in Lahr? Kind, Helmut liebt mich. Der Erich. Ich werde Chemikerin. Ich setz mich aufs Haus. Und nachher sind eh schon die Russen einmarschiert. Wissen Sie, die Weinkeller. Lahr war ein Kellerdorf. Da sind wir eine auf Strohsäcken und haben uns nicht gerührt. Zuerst die Fabrik beschossen worden, die brannte ab. Ist ein Russ mit einer Krachen reingekommen, wo deutscher Soldat? Ich hab ein bisschen Tschechisch können, hab ich gesagt auf Tschechisch, da ist kein deutscher Soldat und hab so gemacht. Sieht der Russ mehr Armatur und reißt man's runter. Irgendwann habe ich aufgehört, eine Armbandur zu tragen. Die Welt war ja ohnehin voll mit Uhren. Wohin man blickte, ein Ziffernblatt, eine Zeitzahlenfolge, überall Zeitangaben verkündende Stimmen. Aber das war gar nichts. Draußen haben sie die Frauen und Mädchen vergewaltigt. Der Apotheker und die Hebammen haben zusammengearbeitet. In Hohenau waren die Russen im März, obwohl das über die Theier und die Mar umhören müssen. In Lahr erst später, im April. Dann sind wir jeden Tag von der Kommandantur abgeholt worden, um 8 Uhr früh mit LKW, haben Haufen schaufeln müssen. Mit den Schaufeln für Abstellplätze, für Flugzeuge. Na, waren wir ja lauter Mädchen. Und die russische Besatzung?
Der Apotheker und die Hebamme. Und beim Haufeln mit den Schaufen, wie hat man sie bezahlt da früher? Aber geh, ein Bauch als Bezahlung. Hebamme, Apotheker. Ja, eine Bezahlung gab's schon. Ein Erdäpfelschmarrn. Ein so Häufelschmarrn. In Berlin aß ich viele Erdäpfel, ganz dick und rund. Wir waren dann drei Familien in diesem Haus und die Madeln haben in einem Zimmer geschlafen. Und müssen Sie wissen, Frau Gitter, wir haben eine Einquartierung gehabt, einen Stabsarzt und sein Assistent. Und wieder haben sie den deutschen Soldat gesucht. Der Stabsarzt ist ins Zimmer gekommen. Wo deutscher Soldat? Kein deutscher Soldat, nur österreichische Mädchen. Wie ich das gesagt habe und wie er gesehen hat, wie wir uns fürchten, hat er so deppert gelacht, den Kopf faltet, gelacht und dann hat er gesagt, solange ich im Haus hier bin, braucht keine von euch Angst haben, hat er gesagt. Und von der Nachbarin habe ich gehört, dass der eh schon ein österreichisches Madel zur Freundin gehabt. Leiterwagerl. Na, und wie wir so gelegen sind auf die Straße, da sind Züge vorbeigefahren, ganze Waggons voll mit feinem Möbelwerk. Teure Klavieren, so Flügel müssen sie wissen. Die Waggons waren ja offen bis auf die niedrige Bordwand. Ganze Waggons voll Speiszimmermöbel, Zimmer, Kuchel, Kabinett. Alles haben sie mitgezahlt nach Russland. Und ich habe gesagt zu meiner Mutter, Kind, glaubst, haben sie schon mal Ziehharmonika gefunden? Und die Mutter hat gesagt, geh was, gut haben wir es versteckt, die Einsiedgläser und die Ziehharmonika unter die Kokshaufen. Aber da habe ich schon gehört, wie der Russ gequetscht hat auf meiner Ziehharmonika. Mitgenommen hat er es nach Russland. Frau Ulda, haben Sie eine Zigarette? In den ersten Monaten des 47er Jahres hat sich die Lage schon beruhigt gehabt. Naja, mein Mann war in Kriegsgefangenschaft in Frankreich. Haben Sie auch Liebesgaben an die Front? Meine Mutter erzählte mir, im Ersten Weltkrieg halt. Was? Haben Sie eine Zigarette? Nein, aber Sie haben uns Care-Pakete geschickt und ein Brot haben wir gekriegt. Das war so ein weißer Wecken, wenn man den angeschnitten hat, da hat er einen Sand im Mund gehabt. Die haben einen Sand reingemischt. Da haben Sie sicher Bauchschmerzen bekommen. Aua, dieses Bauchweh! Mitgemacht nicht,
aber mit gelacht. Kind. Da haben wir einen jungen Kaplan gehabt in der Religionsstunde, hat den Sessel vom Lehrer genommen und mit einer Fettbe eingeschmiert und drauf eine weiße Kreide. Und der Kaplan hat sie eingesetzt. Na, so eine Hundsgemeinheit, was wir gelacht haben. Und der Pfarrer direkt blärt hat er. Ich hab's gesehen, wie er sich die Tränen von den Augen gewischt hat. Ach so, eine Hundsgemeinheit. Die schönste Zeit in meinem Leben war in Berlin. Mein schönes Berlin. Die vielen Kartoffeln. Helmut, wegen Hitler. Nach dem Krieg war die schönste Zeit für mich in die 50er Jahre. Mein Sohn, na, der hat sein eigenes Haus. Bis 38 hat er die Kirche das Recht und das Sagen gehabt. Man hat die Goschen gehalten und nachher musste man erst recht die Goschen halten. Und nur meine schönste Zeit war auch die späten 60er Jahre. Da war ich Reisebegleiterin vom Volksheim. Das war eine glückliche Zeit. Ach so, Lumperei. Haben Sie Haus und Arbeit alles allein gemacht? Meine Schwiegermutter war meine Hilfe. Und mit 55 bin ich in Pension. 35 Jahre hat man haben müssen. Und jetzt? Ich lebe alle mal allein. Nur Mittagessen. Mit dem Essen? Wie machen Sie das? Sag ich ja, wollte ich eh sagen. Mittagessen gehe ich ins Pensionistenheim. Und Mittwoch? Mit was? Mittwoch kommt mein Putzfee. Das ist ein Tschechin. Haben Sie auch schöne Ziele, Frau Olga? Naja, was soll ich Ihnen sagen? Nach Luhatschowice sind wir öfters gefahren. Da hat es immer ein Mordsbuffet gegeben. Und Wein und Schnaps. Wie? Oh ja, ein Stamperl bitte. Und wie sie bei den Strickmaschinen gesessen sind, da in Luhatschowice, haben wir 70 Jahre Kommunismus gehabt. Frau Olga, und jetzt? Machen Sie Reisen? Haben Sie einen Führerschein? Fahren Sie Auto? Na jetzt? Ich habe ja einen Schlaganfall gehabt. Freilich habe ich ein Auto. Das steht volltankt und mit einer nagelneuen Vignette in der Garage. Und wart. Garage habe ich keine. Es ist sehr ärgerlich, wenn man diese Parkplatzsucherei ist wirklich lästig. Eine Plage mit dem Batz. Meine Tochter will mir das Autofahren überhaupt. Aber so eine dumme Urschau.
Wir waren dann drei Familien in diesem Haus. Und die Madel, die haben alle in einem Zimmer geschlafen. Und müssen Sie wissen, ich habe meinen Arzt gefragt, ob ich wieder Auto fahren darf. Und er hat mich gefragt, ob ich gut her und ob ich was sehe und noch was da merke. Hab ich gesagt, na, deppert bin ich noch nicht und sehen kann ich schon. Also werde ich wieder fahren. Aber dabei, ich trau mich nicht. Ich setz mich manchmal ins Auto, nur so und tu lesen. Aber meine Tochter schimpft immer. Sie sagt, gefährlich, deppert. Nein, sowas. Mein Hörgerät! Mein Mann ist immer auf der Rückbank gesessen und hat mit Rotstift notiert, was ich falsch mache beim Fahren. Das Sepp ist nicht nett, hat immer alles besser gewusst. Ein richtiger Oberstlehrer. Mein Vater hat auch immer alles besser gewusst, der Herr Oberst. Und Ihr Schlagoberst? Na ja, ich bin mit dem Auto in die Stadt gefahren. Zum Spar wollte ich und auf die Sparkasse. Und dann bin ich zum Fitnessclub Mittagessen. Und ich denke mir noch, mir ist nicht gut. Wie soll ich da Mittagessen? So bin ich wieder heim. Hundsmies war mir. Und ich habe meinen Sohn angerufen, dass er den Dr. Wiesinger verständigt. Aber was glauben Sie? Da ist gleich die Rettung gekommen und hat mich mitgenommen. Und dann waren drei Ärztinnen. Und ich habe gesagt, morgen früh gehe ich heim. Haben die gesagt, wissen Sie überhaupt, Frau Kuber, was los ist? Sie haben einen Schlaganfall gehabt, Frau Kuber. Nach 14 Tagen bekam ich einen Stent und nach 3 Wochen ging ich heim. Ja, mei, aber das Auto steht alleweil in der Garage. Mm-hmm.